Moin, ihr Lieben. Heute sind wir in der Nähe einer Großstadt, und zwar Berlin, beziehungsweise etwas weiter weg, um ehrlich zu sein, in Birkenwerder bei Berlin. Und heute wollte ich mir anschauen mit euch gemeinsam, was die Brise, das ist der Fluss, der sich hier durch diese Landschaft zieht, was der eigentlich fähig ist, die Landschaft zu gestalten. Weil das ist überwiegend Wasser mit Erlen, die dann hier mit die einzigen Bäume sind in der Heimat, die mit ihren Wurzeln zumindest eine Weile im Wasser überleben können, irgendwann dann natürlich auch mal umkippen und dann wohl wahrscheinlich zu Torf werden. Aber das Ganze dauert. Und jetzt wollten wir mal schauen, was es hier für Bilder zu finden gibt und wie sich die Landschaft generell so ein bisschen gestaltet. Ein wenig Besuch ist hier schon unterwegs. Ab und zu kommt hier mal so eine Menschenseele vorbei, aber es ist noch lange nicht so schlimm wie in Sächsische Schweiz. Ja. Ihr kommt jetzt einfach mal mit. Wir gehen jetzt tiefer rein in das Gebiet und dann zieht sich unser Weg in diese Richtung ein wenig weiter. Und dann schauen wir mal, was wir unterwegs zu so finden. Bis gleich wieder. Ein paar kleine Daten zur Brise. Unterhalb des Ramasees hat sie wohl einen 12 Kilometer langen Lauf. Ist ein eiszeitliches Schmelztalgewässer und soll wohl auch, weil sie relativ unbeeinflusst ist von irgendwelchen Abwässern, eins der saubersten Gewässer mitunter auch sogar sein. Also trinken würde ich Moorgewässer sowieso nicht, auch nicht im Outdoor-Bereich. Aber ich muss gestehen, wenn ich mich hier so umschaue, es ist schon ziemlich sauber, also erstaunlich. Hut ab. Was darf an solchen Orten nicht fehlen? Niedermoorwiesen und ein Jagdstand. Die gibt es hier wahrscheinlich zuhauf. Willkommen beim Brisesee. Die Brise fließt hier einmal quasi rechts oben ungefähr, vielleicht sieht man das so ein bisschen im Bild, fließt sie hier in den See, füllt ihn und hinter der Kamera fließt es weiter wieder Richtung Moor und Feuchtwiesen. Und hier gibt es auch noch Schwäne. Ich habe schon ein paar Bildchen gemacht von den Guten hier. Die waren schon ganz interessiert bei mir in der Nähe. Aber ich habe leider nichts mitgenommen. Enttäuschung pur. Gut, unser Weg zieht uns jetzt weiter und es ist auch echt bitterkalt. Also ich habe mir keine Handschuhe mitgenommen. Und ich denke mal, ich werde gleich einen Kaffee vertragen können. Und ich lade euch einfach mal zum Kaffee mit ein. Was wäre Brandenburg ohne seine mächtigen Nadelbäume? Vielleicht etwas bunter. Schon mal sowas gesehen? Pilz mit Pilz oder Flechte? Hm.
So, ihr Lieben, wie ich mitbekommen habe, ist das hier doch ein Erholungsgebiet und dessen entsprechend sehr hoch frequentiert und langsam kommen auch die Touristenmassen an. Es lohnt sich aber immer noch. Bisher ist mein Überfüllometer noch nicht erreicht, aber eine Gruppe Fotografen, die hier auch gerade rumkreucht, sagte, dass hier normalerweise noch viel, viel mehr los ist. Also ich wäre zumindest vorsichtig, wenn ihr Ruhe wünscht. Aber wir gehen mal weiter. Ich rechne ja mit einigen Sachen, die so im Wald rumliegen. Aber nicht mit sowas. Na, wer erkennt's? Das ist irgendwie ein Überbleibsel von irgendeiner Molkerei. Da ist sogar noch das Typenschild drauf. Treptow, Tollensee, Molkerei. Schon spannend. Na gut, weiter geht's. Dieses Ding da zwischen den Bäumen, das ist eine Brücke, falls man abkürzen möchte. Aber das habe ich nicht vor, ich wollte noch weiter. Bin jetzt auch hier irgendwo in der Nähe der Quelle, die gucke ich mir gleich nochmal genauer an. Ihr könnt natürlich vielleicht dabei sein, aber ich denke mal schon. Warum ich so ein bisschen leiser rede? Naja, weil hier viele Leute gerade wieder unterwegs sind. Also es fühlt sich doch so langsam. Aber die Luft hier ist herrlich. Also wer irgendwie Atemprobleme hat oder ähnliches, dem sei vielleicht nahegelegt, hier mal vorbeizuschauen. Vielleicht hilft das bei der einen oder anderen Sache. So, die Helienquellen sind auch entdeckt. Das blubbert schon fleißig vor sich hin. Viel ist es nicht, aber interessant schon immer wieder, was so aus dem Boden quasi heraussuppt. Also liebe Outdoor-Freunde, wehe, euch geht hier irgendwann mal das Wasser aus. Schon bedauerlich, was wir Menschen mit der Umwelt machen. Ich wollte gar nicht wissen, wie das in der Bude aussieht, glaubt mir. Hier ist ein Riesen-Hotspot, wo haufenweise Picknicktische sind. Dementsprechend ist das der einzige Mülleimer anscheinend. Und so sieht die Ecke auch aus. Na Mensch, bin ich schon wieder unsichtbar. Mal kurz blinzeln, vielleicht hilft das ja vielleicht diesmal. Oh, Mensch, hey, hallo, jetzt geht wieder die nächste Tour zu Ende. War jetzt auch nicht so lang, hat aber an und für sich Spaß gemacht. Also die Natur, Daumen hoch, ist eine schöne Gegend. Unbeschreiblich schön, dieses Bruch. So viele Erlen und so viele Möglichkeiten zu fotografieren, obwohl ich nicht viele Fotos gemacht habe, weil jedes Mal eine neue Gegend erkunden ist halt auch schwierig, dann sofort zu wissen, wo mache ich jetzt ein Foto. Deswegen nutze ich so eine Gelegenheit halt immer zum Scouten. Irgendwann kommt, zieht es mich hier bestimmt nochmal her. Ja, wer sie nachlaufen möchte, ich blende hier mal noch eine Karte ein. Und die zwei Fotografinnen, die hier anscheinend öfter mal unterwegs sind, sagten mir, dass so ab 10 Uhr am Wochenende ist es hier meistens voller als heute. Also sie waren selber überrascht, dass es heute so leer ist und ich fand es heute schon sehr voll. Also es kann sein, oder ihr müsst damit rechnen, wenn ihr hier seid, dass es unbeschreiblich voll wird. Also so wie es klingt, könnte das fast schon Schmierker sächsische Schweiz-Verhältnisse annehmen. Was mich so ein bisschen wundert. Aber gut, das erklärt die Nähe zur Hauptstadt dann doch letztlich. Ja, das war es dann auch von meiner Seite aus. Ich werde hier oben noch eine Empfehlung abgeben. Hier unten noch was aus dem eigenen Sortiment. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder. Hoffentlich. Und dann vielleicht auch in einer Gegend, die noch ruhiger ist als diese hier.